In meinen Videos werden Sie immer wieder das Wort Spannung, Verdichten, den Körper zusammenziehen oder etwas Ähnliches hören. Ich möchte Ihnen hier erklären, wie ich dieses Wort Spannung verwende. Wenn Sie das Wort Spannung hören, denken Sie normalerweise an Zusammenziehen, Kontraktion. Spannung in der Hand aufbauen hieße dann, ich ziehe meine Muskeln zusammen, die Muskeln ziehen an den Gelenken, die ganze Hand wird starr und wenn ich jetzt hier biegen möchte, da muss ich viel Kraft aufwenden und es geschieht eigentlich fast nichts. Die Hand verriegelt. Wenn Sie die Feinmotorik in der Hand geschickt anwenden, können Sie zur Spannung zugleich eine Art Gegenspannung aufbauen. Die Muskulatur zieht sich zwar einerseits leicht zusammen und auf der anderen Seite fühlt es sich aber an wie ein Schwamm, der feucht wird und sich ausdehnt. Und wer dann den Finger zum Beispiel bewegen möchte, muss auch etwas Kraft aufbringen, aber der Finger lässt sich führen. Er folgt der Bewegung trotz seiner Spannung, die er in sich spürt und hat. Um die Ausspannung auszuprobieren, können Sie zum Beispiel die im separaten Video gezeigte Übung, das I im U, durchführen. Hier baue ich im Körper gezielt eine Ausspannung auf, die die Arme an den Körper heranzieht. Sei das unten oder ich ziehe mit einer Ausspannung den Körper unten zusammen und das bringt auch die Arme oben zusammen. Zum Erzeugen der Ausspannung schicke ich meinen Willen nicht direkt in die Muskulatur, wie ich es sonst mache, wenn ich ihn bewegen will, sondern ich schicke meinen Willen in die Wahrnehmung. Und ich aktiviere meine Wahrnehmung so, dass die Muskulatur dieser Wahrnehmung folgt. Und ich kann mehr die eine Seite, mehr die Willensseite, das Zusammenziehende und mehr das Ausdehnen durch die Wahrnehmung steuern. Und beides ist Ausspannung, solange Wahrnehmung und Muskelaktivität zusammenspielen. Probieren Sie das mal. Ein bisschen ausspannungsmäßig zusammenziehen, ausdehnen. Und dann werden Sie merken, weil eben die Wahrnehmung so stark mit eingeschaltet ist, dass Sie das Gefühl haben, da wo Sie tätig sind, ist nicht mehr nur genau da, wo die Hand ist, sondern es ist eine Art Raum, der um die Hand herum entsteht, in dem Sie jetzt wirksam sind mit Ihrer Bewegung. Wirklich notwendig wird die Ausspannung für uns in der Eurythmie, wenn wir lernen wollen, an einem Ort aktiv zu sein und eine Bewegung in einem anderen Ort geschehen zu lassen, die sich dann frei entfalten kann. Dann bin ich zum Beispiel hier im Oberschenkel aktiv und versuche mit einer Ausspannung hier eine Bewegungsqualität hinzubekommen und auf einer anderen Ebene mit einer Ausspannung in den Armen zu sein, die aber jetzt mehr auf der Wahrnehmungsebene aktiv ist. Und dann kann ich jetzt im Oberschenkel aktiv sein und die Arme werden davon getragen, nehmen das auf und entfalten die Bewegung aber auf eine freie Art. Sie organisieren ihre Bewegung selber und es gibt eine andere Qualität, als wenn ich die Arme führe. Und dadurch können die Arme in solchen Bewegungen dann ihre Muskulatur eigenständig organisieren und ich sitze nicht selber drin und bewege die so, wie ich mir vorstelle, dass es sein müsste. Wenn ich in meinen Videos also von Ausspannung spreche, meine ich immer diesen mit der Mikromuskulatur feindosierten Spannungsaufbau, der in dem Spiel von Wahrnehmung und Wille geschieht, um damit den inneren Dialog zwischen verschiedenen Körperorten möglich zu machen.